Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy mit unserer süßen kleinen Lilith Ravena. Nasse Fuße ist nicht schön. Gib her. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Na klar. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe. Umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Alle umbringen. Wir müssen sehen, was sie tun. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Ich mache mir nur gerade Sorgen, weil du hast dein geiles Outfit abgegeben. Na egal. Machen die trotzdem fertig, die scheiß Kobolde. Da sind sie. Da vorne. Geh du voran. Ja, klar. Ich gehe du voran. Du bist ein Gentleman. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht? Junge. Komm her, du auch. Junge, komm mir nicht so. Schießt du auf mich, oder was? Hör doch mal auf! Haben wir weggezaubert? Ich glaub schon. Wo bist du? Junge! Was? Powertränke ist nicht? Ja, ist nicht so geschmeidig wie früher, aber... Oh, wir waren offensichtlich schon mal hier. Revelio. Wundert mich jetzt auch nicht großartig, dass wir schon mal hier gewesen sind. Was ist das? Ah. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin hier auch drin gewesen, aber... Ist der Gewitter im Kopf und so. Ja, ich erinnere mich. Ja, und Truhe ist offen. Alles klar. So. Kamerad Schnürschuh. Nicht zu Diensten stellen, machen dich einfach kaputt und dann ist das gut. Das läuft aber gut. Ja. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Es stimmt eigentlich, ne? Also er macht eigentlich. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen
oder heimlich vorgehen. Ja, du weißt ja, was ich tun würde. Ich habe keine Leviosa. Alter, wo bist du denn? Er hat seinen Kollege erstmal. Dann halt so, Kamerad. Hörst du auf damit? Dann muss ich da leider Gewalt anwenden. Einer. Contringo. Contringo. Descendo. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Der hat doch Spaß gemacht. Relativ spaßig. Revelio. Fand ich auch. Nur ich möchte sehr gerne wieder die Kleidung upgraden. Na, nur mal so nebenbei, ne? Also. Aha. Dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wieso darf ich denn hier nicht fliegen? Das bin ich ja schon gewohnt. Ja, recht so. Revelio. Dong, dong. Ich hasse Dong. Ja, dann machen wir halt die Quest. Übrigens, ne, hier bezüglich Besen und so, ne, ich habe immer noch nur eine Verbesserung. Ich weiß nicht, wie ich. Also, wenn man weitere kriegt, würde ich gerne wissen. So, da kann man hochklettern und hier kann man reingehen. Dann gehen wir da rein. Aussichtspunktmine. Mhm. Jetzt sind wir wohl oder übel. Guten Tag. Was ist los? Junge. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum. Verstehst du? Ist das Bonus? Contringo. Sieht jedenfalls aus wie Bonus. Aha. Ist Bonus. Kleiner Bonus, aber Bonus ist Bonus, ne? Sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Runterrutschen. Bam! Jungens! Erstmal zur Begrüßung. Hast du nicht gemacht. Damit kommst du nicht davon. Was soll das? Das ist an den Tod rächen.
Na, kleiner Muck. Warum kann ich ihn denn nicht treffen? Junge, was ist los? Lebst du noch? Was war das? Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Da soll ich wohl hoch, ne? Revelio. Aber hier ist Bonus. Spinnen. Aber sie... Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ich weiß schon, wie es geht. Ich wollte nur den Bonus abgreifen. Reicht das? Oder muss ich mit... Na, das reicht. Gut. Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Aha. Reparo brauchen wir also auch. Hör damit auf, Sebastian. Killst mir sonst die Immersion. Das kann ich nicht ab. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Kannst du sowas? Ganz schön groß. Revelio. Okay. Lagerfeuer nicht. Doch, mal ein bisschen romantisch hier, ne? Schon bessere Tage gesehen. Ja, Jung. Hör auf mit deinen Hinweisen. Weißt du, bei Rätseln kriege ich auch... Finde ich übrigens, fand ich gut. Fand ich sehr gut. Na? Ach, ist das schäbig, ey. Also, die Folge mit dem Rätsel, ne? Na komm, machen wir Levioso weg. Also, die Folge mit dem Rätsel. Da war ich ja schon so kurz vorm Verzweifeln. Wer bist du? Okay. Ja. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat, Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Benutzt er eigentlich die unverzeihlichen Flüche? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ist nicht. Ist nicht, weil wegen ist nicht.
Also, was ich sagen wollte, bei der Rätselfolge, ne? Also die Folge, die nur aus Rätsel bestand, ne? Normalerweise hätte man einen hier zugeballert mit Hinweisen, ne? Und das ist immer so, wo ich sage, ach ja, muss nicht sein. Ne? Kann man machen, wenn der Junge seit einer Stunde zugange. Oh, 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 oh. Ja, sorry, ich bin einfach so reingelatscht. Weißt du, und dann so. Brauch ich doch wieder Lumos. Was? Wieso? Ach so. Lumos. Ach so, ja. Mittelgroße Bodenoberfläche. Mhm. Eine dicke Truhe. Nicht identifizierter Gegenstand. Schön. Ei, 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 ei. Komm, kämpf dich durch, kämpf dich durch. Kämpf. Ja, ich weiß. Diese fiesen Dinger, ne? Mich deucht, mein Inventar ist gleich schon wieder voll. Boah. Panikhandlung. Entschuldigung. Wo ist das Zähnchen? Achso, die habe ich ganz desintegriert. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Mhm. Warum bin ich nicht überrascht? Guten Tag, Jungs. Alter, hast du nicht gemacht. Wir sind noch nicht fertig. Hätten Sie uns erfasst. Wow. Alter, wo kommst du denn her? Kriege ich Schaden von irgendwas? Also diese Spinnen, ne, die sind scheiße. Du gehst ja erstmal.
Hab ich dich. Keine Ahnung, warum man Gryffindor für tapfer hält. Wir Slytherins sind wahre Helden. Ganz genau. Es macht Spaß, mit uns zu kämpfen. Auf jeden Fall. Gryffindors. Gryffindors. Der Harry Potter ist also. Gut. Jetzt muss ich in Ruhe umsehen. Ich mach das schon die ganze Zeit. Du hast es jetzt begriffen. Junge, Kampf vorbei, dann geht's los hier mit Looten. Aha, guck mal her. Anhänger haben es nicht erkannt. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Tür auch gerade aufgegangen. Also die Verriegelung. Lass mal. Nicht? Das war unerwartet. Wie unerwartet. Wovon redest du? So nicht unerwartet. Wenn es nicht funktioniert hätte, wäre unerwartet gewesen. Rebellion. Isidoras Tagebuch, 3 von 7. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrt die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer. Aber auch... Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles, sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen. Aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isidora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Hä? Ach, sie nach Sebastian. Okay. Geht's dir gut? Wenn uns das Triptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morganach hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Ich denke, du hast da mitgenommen. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Ach so. Das ist ein... Das ist der Moment der Wahrheit. Portal zum... Es muss passen. Platziere das Porträt im Triptychon. Revelio. Ach da. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste.
Ranrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Ranrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Jemand, der Ranrock persönlich kennt. Ich wurde gebeten, den Namen nicht zu nennen. Ein Kobold? Sag, dass ich mich irre. Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Ey, Kalle! Du weißt nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Kleiner Hoden, du. Du kleiner Hoden. Ja, kannst du... Ja, genau. Mach den Hodentanz. Kleiner, mieser Hoden, du. Ich hoffe, Professor Fitz... Ich hab den kaum verstanden, den Typ. Sprich mit dem Porträt von Professor Fitzgerald in der Garten. Nee, meine nicht. Nee, mach ich nicht. Aber Besen auf Besserung. Warum das jetzt so leise war, kann ich nicht beantworten. Aber ich müsste sowieso, ich müsste mal gucken. Was haben wir denn hier? Himmel ohne Grenzen. Kaufe eine Besenverbesserung. Machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. So, und hier der Dings hat auch geschrieben gehabt. Wo ist er? Da. Moon. Meine Rettung in der Not. Vielen Dank für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich bin begeistert, dass Sie das Rätsel um diese schrecklichen Demigeist-Statuen gelöst haben. Ich habe Pierce damit konfrontiert und er hat sofort gestanden. Dieser alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Er schien ein wenig beunruhigt zu sein, aber ich glaube, er hat sich nur gescheut. Geschämt. Gescheut? Geschämt? Der gute alte Piggy. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Gladwin Moon, Hausmeister. Ja, perfekto. Perfekto. Wisst ihr was? Aber bevor ich jetzt durchs ganze Schloss wieder eier und mich 30 Mal ablenken lasse, schnell mal hier die Perlen. Kann ich nicht, ist... Guck an. Deswegen, weil im Film, meine ich, war doch dieser Trank, der war doch ganz selten. So. Alles mal hier. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Schenke sein. Und Lilith denkt, du sollst nicht so ein verkackter Schleimer sein. So. Das Ei müsste auch ausgebrütet sein. Sieht jedenfalls danach aus. Was ist los? Niffler. So. Ja, dann müssen die Katzen ran, ne? Herausforderung abgeschlossen. Einzigartige Tierwesen. Züchten. Was guckt ihr mich an?
Ist ja gut. Ja, Krasse. Krasse. Du auch. Und du. Na, Krasse aber zu kauen. Kleine Dieb. The Baby. Komm. Du kriegst auch. Da. Du auch. Alles gut, alles gut, alles gut. Guck mal, der Kleine. Das ist der Neue. Ist der putzig? Ah ja, armer Bürsten. Und da ist der kleine Niffler. Katze. Da habe ich hier so einen Garnknoll geschmissen, ne, Alter. Da ging die Katze voll ab letztens. Als sie das entdeckt hat. Wo ist die andere Katze? Achso, die ist jetzt drin. Stimmt. Da, guck mal, wie der abgeht. Der hat Garnknoll entdeckt. Ich habe nur, glaube ich, die Kiste habe ich scheiße hingestellt. Alles mit dir. Du willst auch nochmal hier? Na gut. Alles klar. Gut. So. Genau. Gucken, was wir da für ein Zeugs bekommen haben überhaupt. Müll. Müll, Müll. Erhöhter Schaden durch alte Magie. Erhöhter Schaden mit Crucio. Ah, bleiben wir bei Crucio. Ah, 90er Hut. Ja, nehmen wir. Müll. Das. Alles Müll. Ah. Protego-Schild. Ist besser. Mal wieder Bock auf die dunklen Künste. Was ist denn hier eigentlich mit Schal? Ah, Schal ist. Ist halt ein fiesen Schal. Ja, ist so eine Sache, ne? 90, 94, 96, 94, 96. Und dann Protego-Schild. Kann ich das eigentlich auch ummünzen? Ich weiß es nicht. Komm, wir schauen mal. Weil Protego ist momentan eher so Glückssache.
Da. Greifenstarter auch noch hingestellt. Und ein Einhorn. Ich baller hier alles voll. Gib her. So. Was haben wir hier, das, ne? No. Kannst haben. Kannst haben. Da, Horn eines Grabhorns. Ich brauche unbedingt so ein Vieh. Beim letzten Mal habe ich eins gekauft. Egal. Achso. Eigenschaften betrachten. Ja, klar. Guck mal, Protego-Schild. Amphibienschutz, Widerstand gegen Koboldsilber, Nekromantie-Schutz, Gegengift, Polsterung, Lupus-Schutz, unverzeihlich. Erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele, ist da nicht verkehrt, ne? Hinterhalt, Fokus der alten Magie. Erhöhter Schaden durch Jena-Kohl, erhöhter Schaden durch Müll. Bombarda, die Findo. Protego Schild 2. Platzwunde. Habe ich die Sachen nur ein einziges Mal? Also wenn ich den jetzt da reinsetze, dann ist der weg. Und kann ich in Zukunft dann nicht mehr verbauen? Weißt du was? Ich pack den da rein. Weil Expelliarmus finde ich eh nicht so toll. Aber dann klappt es natürlich auch jetzt nicht mehr mit meiner Einfrieren-Sache, ne? Naja, wir probieren einfach, wir probieren. So. Hier köchelt alles. Hier noch so ein Fokustrank. Hau rein. So. Kaufe eine Besenverbesserung. Hogsmeade. Was ist das? Ach so, stimmt, da müssen wir eh hin. Die Besenverbesserung, stimmt ja. Aber ich wollte ja noch mal hier zur Penny. Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Ja, klar. Oh, vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für Sie verkaufen soll? Ohne Ende, hier. Kannst haben. Kannst haben. Kannst haben. Kannst haben. Wünscht Ihnen eine sichere Reise. Danke dir, Penny. So. Ja, ich habe dich gesehen.
Kalle, hallo. Endlich. Ich warte schon Wochen drauf. Habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Na, wonach suchen Sie heute? Ja, zeig her. Warte ich schon drauf. 4000 Sonderpreis. Du Sie bist. Sie werden diesen Besen lieben. Das du verspreche ich Ihnen. Ist ein Schwätzer, alter Sonderpreis. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Ich auch. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Randrocks Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Glauben kannst du in der Kirche. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Danke, danke, ich freue danke. Mich auf unser nächstes Treffen. Gut. So, dann drei. Kannst du jetzt die neue Verbesserung ausprobieren? Nee, kannst du nicht. Ist hier Flugverbot. Außerdem wolltest du noch mal hier nach Mr. Moon. Denke ich doch, ne? Gleich mal. Sprich mit Nettie in Hogsmeade. Triff dich im verbotenen Wald mit Poppy. Poppy. Okay. Drei Besen. Werde ich da wohl finden. Ja, oder auch nicht. Das müsste doch hier drei Besen sein. Ich stehe direkt davor. Ist wie geil. Wo ist der Moon? Hatte doch gesagt, beziehungsweise geschrieben, dass wir ihn hier in drei Besen treffen. Hat er mich angelogen oder was? Noch höher. Aha. Hier war schon ein Räuber. Er ist ja eigenartig, oder? Das ist ja eigenartig. Ich war mir ziemlich sicher. Inventar, ne? Oder? Briefe? Eulenpost war das. Kommen Sie doch mal, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Gladwin Moon. Komisch. Aber auch keine... Ups. Keine Quest hier irgendwo. Was ist das? Besenknecht Sonntagsstart.
Okay. Sonntagsstart. Gut. Dann halt nicht. Der wird schon wieder auftauchen. Gut. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst Bescheid. Ne? In der nächsten Folge darf Zukunftsmesulde sich dann mal wieder mit dem Besen rumärgern. Ich denke, er freut sich. Ich wünsche euch was. Bye, bye.